Ein altes Segelschiff verlässt gerade den Hafen von Funchal. Es ist die Santa Maria, ein Nachbau des Schiffes, mit dem Christoph Kolumbus 1492 Amerika entdeckte. Der Nachbau wurde 1998 auf Madeira erstellt. Dieses Schiff fährt hinaus aufs Meer zu den Delfinen oder Walen. Wir wollen auch mal Wale oder Delfine im Meer sehen und besteigen die Santa Maria an einem anderen Tag. An Bord werden wir von einem Papagei begrüßt. Der Vogel lebt hier an Bord. Neben der Santa Maria liegt hier im Hafen ein Fährschiff. Mit dem Schiff kann man zu der Insel Porto Santo nordöstlich von Madeira übersetzen. Porto Santo ist die Insel, die die Portugiesen vor Madeira erreicht hatten. Auf der Santa Maria befindet sich am Heck eine Kammer. In ihr steht ein Bett und ein Schreibtisch. Direkt vor der Kammer befindet sich der Ort, von dem das Schiff navigiert wird. Das Schiff verlässt jetzt den Hafen und kommt an zwei Kreuzfahrtschiffen vorbei, die heute gerade in Funchal sind. Draußen auf dem Meer schwimmen an einer Stelle viele Möwen. Weiter hinten liegen zwei Doppelrumpfsegelboote, mit denen man auch zur Delfin- oder Walbeobachtung hinausfahren kann. Dort bekommen wir im Wasser Walarten zu sehen. Es können Wale oder Delfine sein. Sie tauchen ab und zu für sehr kurze Zeit aus dem Wasser auf. An Bord wird uns dann eine Karte gezeigt, wie Delfine aussehen. Ja, das sind wohl Delfine, die wir hier zu sehen bekommen. Delfine gehören zur Gattung der Zahnwale. Es gab an Bord ein Gläschen Madeira-Wein und ein Stück Kuchen. Das hat uns fantastisch gebunden. Zum Schiffsausflug gehört auch eine Fahrt entlang der Küste.
Das Schiff begibt sich jetzt zur Küste westlich von Funchal und nähert sich dem Cabo Girao, der zweithöchsten Steilklippe der Welt. Oben ist eine Aussichtsplattform zu sehen. Viele Menschen stehen auf der Plattform, die einen Glasboden hat, durch den man die Steilküste hinabsehen kann. Unten am Meer gibt es schmale, flache Streifen, die bepflanzt sind. Weiter westlich stehen unten am Meer Häuser. Das eine Gebäude sieht wie ein Gasthaus aus. Wie kommt man dorthin? An der hinter den Häusern liegenden Steilküste sind Schienen zu erkennen. Und dort gleitet auf den Schienen eine Kabine hinunter. Es ist wohl ein Aufzug. So kommt man wohl von oben hinab zu dem Gasthaus. Das Schiff hat gewendet und fährt zurück nach Funchal. Es wird versucht zu segeln. Die Segel wurden herabgelassen. Da es wohl sehr windstill war, wurden die Segel wieder gerefft. Das Schiff fährt an der steilen Felsenküste vorbei. Es sieht interessant aus. Unten am Sockel der Felsen ist eine landwirtschaftlich strukturierte Fläche zu sehen. Ob da Ackerbau betrieben wird? Etwas weiter östlich der Steilklippe Cabo Girao sind Seile, die von oben bis zum Meer verlaufen, zu erkennen. Es ist eine Seilbahn. Eine Seilbahnkabine fährt gerade zur Küste hinunter. Diese Seilbahn wurde wohl eingerichtet, damit Menschen hinunter zu den Anpflanzungen kommen können und die geernteten Pflanzen hinauftransportiert werden können. Schaut uns aus der Felswand vor Camara Dolopos ein versteinerter Riese an? Sein Gesicht ist zu erkennen. In der Nähe vom Ort Camara Dolopos fährt das Schiff an einer langen Anlegebrücke vorbei. Hier können wohl Frachtschiffe anlegen und be- und entladen werden. Beim Gebäude Casino haben wir Funchal wieder erreicht. Das Schiff fährt jetzt auf der Seeseite an der Hafenmauer vorbei. Die beiden hohen Felsen im Bereich der Hafenmauer waren früher, bevor die Hafenmauer errichtet wurde, separate Inseln.
Durch den Bau der Hafenmauer wurden die Inseln mit dem Festland verbunden. Das Schiff ist an Funchal vorbeigefahren und hat gewendet, um zum Hafen zu gelangen. An der Küste erblicken wir eine Badeanstalt, die jedoch lediglich Bademöglichkeiten im Meer anbietet. Etwas weiter sehen wir an der Küste die Festung Fortaleza de Santiago. Als nächstes ist die Talstation der Seilbahn nach Monte zu erkennen. Jetzt haben wir den Hafen von Funchal erreicht und fahren an einem Doppelrumpfsegelboot vorbei, ein Schiff, wie wir es draußen bei den Delfinen gesehen haben. Gleich werden wir nach der dreistündigen Fahrt das Schiff verlassen.